Ja, guten Abend, liebe Freunde. Herzlichen Dank für den freundlichen Empfang. Es ist schön hier. Vielen Dank. Es ist schön hier in Forst zu sein und zu sehen, dass ihr weiterhin den Protest aufrechterhaltet. Und ich will auch gleich nachfolgend versuchen zu begründen, warum das so schön und nicht nur schön ist, sondern warum es so unverzichtbar ist und genau da jetzt das Richtige und Wichtige ist. Wir alle haben ja noch in Erinnerung das Jahr 2022, das unlängst vergangene, und wer sich in der Bibel auskennt und die Worte an ihren Früchten, wollte sie erkennen, in Erinnerung hat, der wird dann wirklich sagen müssen, dass dieses letzte Jahr eine Offenbarung war, eine Offenbarung für die Regierenden, vor allem bei uns in Deutschland. Wir sind ja nun seit vielen Jahren gewöhnt, von einer Krise in die andere zu stolpern, geschickt und gejagt zu werden, von der Finanzkrise über die Migrationskrise bis hin die Corona-Krise. Aber im letzten Jahr, finde ich, haben wir das erste Mal zu spüren bekommen, was das wirklich bedeutet, die Politik, die die Regierenden, ihre Parteien und ihre Medien betreiben, die Politik der großen Transformation, die von den Eliten nicht nur in Deutschland, sondern in der westlichen Welt, vom Weltwirtschaftsforum, von der WHO, von der UNO betrieben wird. Diese Politik der großen Transformation, die uns die Inflation gebracht hat, die uns eine Rekordmigration gebracht hat, die uns den Terror der letzten Generation gebracht hat, die uns Krisenerscheinungen gebracht hat, wie wir sie in dieser Schwere noch nie erlebt haben, und die uns in eine seit Jahrzehnten nicht mehr gekannte Kriegsgefahr gestürzt hat. Und wir wissen alle, dass die Regierenden und ihre Propagandamaschine uns einreden wollen, all das sei die Folge des Krieges in der Ukraine. Und wir alle wissen, wie falsch das ist. Die Inflation war ja bereits Ende 2021 über 5%. Und die Energieknappheit ist gewollt. Das ist die gewollte Folge der Energiewende und damit der Transformation, ebenso wie gewollt ist die Rekordmigration, weil sie die Folge von Anreizfaktoren und offenen Grenzen ist. Und das ist die logische und gewollte Folge einer Politik von Eliten, die sich längst von der Nation, vom Volk und vom Nationalstaat verabschiedet haben, die all das verachten und abschaffen wollen. Das haben wir im Jahr 2022 zu spüren bekommen. Und all das ist eben nicht die Schuld von Putin, sondern die Schuld und die Folge der Politik der großen Transformation. Und ich kann diesen Begriff und werde diesen Begriff heute so oft sagen, weil ihr aufmerksam sein müsst, weil ihr darauf achten müsst, wer immer und überall von Transformation redet. Und wenn ihr das hört, dann müsst ihr im Kopf haben, was Angela Merkel, die ja so viel Unsinn geredet hat, aber manchmal auch Wichtiges gesagt hat, was Angela Merkel vor 3 Jahren im Januar beim Weltwirtschaftsforum in Davos über die Transformation gesagt hat. Da sprach sie davon, dass wir uns auf gigantische Veränderungen einstellen müssen, dass die gesamte Art des Lebens und des Wirtschaftens, wie wir es uns angewöhnt haben, in den nächsten 30 Jahren verlassen werden. Die gesamte Art des Lebens und des Wirtschaftens, wie wir uns, die Völker Europas, die Völker der europäisch geprägten Nationen angewöhnt haben, sollen wir in den nächsten 30 Jahren verlassen. Und liebe Freunde, das ist die Ankündigung einer Revolution von oben. Das ist der weltverbesserische Ehrgeiz, die weltverbesserische Überheblichkeit, mit der die Jakobiner, mit der die Bolschewiki, mit der die Roten Khmer ihre Veränderung in Szene gesetzt haben. Das ist die Politik der großen Transformation. Und das, was Merkel da gesagt hat, ist eine Drohung. Und diese Drohung sollten wir wirklich ernst nehmen. Wir müssen uns mit dieser Transformation auseinandersetzen. Und all die Krisenerscheinungen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, hängen damit zusammen. Auch das, was wir im letzten Jahr so besonders erlebt haben, die Krawalle der Silvesternacht und der Anschlag auf Nord Stream 2 hängen damit zusammen. Damit zusammenhängen der Verbot des Verbrennungsmotors und die Absage an das Bargeld. Damit hängt zusammen die Verneinung von biologischen Geschlechtern und die Einschränkung unserer Meinungsfreiheit. All das hat eine gemeinsame Wurzel. All das ist Ausdruck der Politik der Transformation und der gewollten Umgestaltung unseres Lebens in eine von Eliten beherrschte maoistische Gesellschaft.
Und das müssen wir ablehnen. Das wollen wir nicht. Und wir lehnen ab die Verneinung unserer Art zu leben. Und eure Proteste sind entscheidend dabei, denn das ist auch nochmal wichtig festzustellen. Wenn uns irgendetwas vor der Umgestaltung und Zerstörung unserer Lebensweise schützt, dann ist es nicht die illusionäre Hoffnung darauf, dass irgendwelche Mächte im Ausland uns die Freiheit und uns unser Leben wiedergeben werden. Es ist eine Illusion, darauf zu hoffen, dass Putin und dass Trump uns die Freiheit wieder schenken werden, dass irgendein Staat im Ausland uns Deutschen die Freiheit wiedergeben wird. Staaten, wenn sie gut regiert werden, vertreten ihre eigenen und ihre nationalen Interessen. Staaten, wenn sie schlecht regiert werden, vertreten globale Interessen. Aber kein Staat im Ausland vertritt deutsche Interessen. Warum sollte er? Deutsche Interessen zu vertreten und dafür zu sorgen, dass diese unsägliche Regierung hier in Deutschland endlich das tut, was ihr der Amtseid gebietet, nämlich die Interessen des deutschen Volkes und des deutschen Staates zu vertreten, das ist einzig und allein unsere Aufgabe. Es ist unsere Aufgabe, ich finde es eine großartige und eine schöne Aufgabe und die wollen wir uns auch von gar keinem anderen nehmen lassen. Und das Elend des Jahres 2022 hat ja spätestens begonnen mit der Bundestagswahl 2021. Und es war ja völlig klar, dass wenn die Grünen in die Regierung kommen, alles noch schlimmer wird, als es die letzten Jahre ohnehin schon war. Denn die Grünen, das ist die Partei, die am aggressivsten all jeden nationalen Gedanken bekämpft. Das ist die Partei, die am aggressivsten die Transformation betreibt. Und das ist die Partei, die am ergebensten als Vasall der USA auftritt. Und grünes Denken beherrschen eben die gesamten Eliten in Deutschland und in der westlichen Welt. Sie beherrschen die Führungsschichten in CDU, in SPD, bei den Linken und bei der FDP. Und darum ist es letztendlich auch egal, in welcher Konstellation diese Parteien regieren. Es wird immer nur schlimmer werden mit ihnen. Insofern müssen wir durchaus fürchten, dass das Jahr 2023 noch schlimmer wird als das Jahr 2022. Nur der milde Winter bewahrt uns, glaube ich, bisher vor schlimmeren Krisenerscheinungen. Das alles muss uns Sorgen machen. Das alles müssen wir ernst nehmen, aber wir dürfen auf gar keinen Fall uns davon entmutigen lassen und wir dürfen auf gar keinen Fall die Hoffnung verlieren. Denn, und das steckt schon im Wort Krise, was bedeutet, aus dem Griechischen kommt und was Entscheidung oder Wendepunkt bedeutet, in jeder Krise, sagt man zu Recht, steckt auch eine Chance. Und der Untergang unserer Kultur, unserer Zivilisation, unserer Nation, unseres Staates ist eben kein Naturgesetz. Das ist politisch gewollt und wir können die Entwicklung umkehren. Es ist möglich, die Entwicklung umzukehren, wenn wir umdenken im Land. Wir brauchen ein großes und entscheidendes Umdenken im Land. Wir brauchen keine Hoffnung auf fremde Mächte. Wir brauchen ein Umdenken im Land. Und jetzt bin ich bei euren Demonstrationen bei Forst und all dem hier. Viele fragen sich ja, warum gehen jetzt im Winter 23 weniger Menschen auf die Straße als vor einem Jahr, als wir diese großen Proteste hatten, die ja unter anderem die Corona-Impfpflicht verhindert haben. Ich sage euch, mir macht das keine Sorgen. Auch das Demonstrationsgeschehen hat seine Konjunkturen. Und ich bin sicher, niemand von denen, die im vorigen Jahr, im vorigen Winter, so in großer Zahl, so dezentral und überall in Deutschland, im Westen wie im Osten, auf der Straße waren, trotz Polizeigewalt, niemand von denen ist mit dem Staat versöhnt. Niemand. Und wenn die Verhältnisse anders wären, wenn der Druck wieder größer wird, wenn die Atmosphäre entsprechend ist, werden auch wieder mehr Menschen auf die Straße gehen, wenn sie Anknüpfungspunkte finden, Anknüpfungspunkte so wie hier in Forst, mit eurer Gruppe, mit eurer Initiative, überzeugende Leute, die keine Spinner sind, Leute, die deutlich zeigen, es geht anders. Und da sind wir, glaube ich, beim Sinn der Demonstrationen. Mich erinnert die Situation heute an das Jahr 2018.
einige von euch werden es wissen, wir hatten damals im Winter große Protestdemonstrationen, da sind einige tausend Leute auf die Straße gegangen und im Sommer waren es dann schon wieder viel weniger. Aber im Winter letzten Jahres waren es dann noch mehr als bei diesen großen Demonstrationen im Winter 2018. 2018 haben wir den Bürgertreffpunkt Mühle in Cottbus eröffnet und die Philosophin Angelika Seewald hat uns einen Vortrag gehalten, warum demonstrieren wir? Und sie hat uns bei diesem Vortrag eine aufs erste Hören vielleicht überraschende, aber wie ich finde, durch und durch überzeugende Antwort gegeben. Sie hat nämlich gesagt, wir demonstrieren gar nicht, oder zumindest nicht zuerst, für Veränderung oder um die Revolution herbeizuführen. Wir demonstrieren für uns selbst. Wir demonstrieren, damit wir nicht ersticken und damit wir Luft zum Atmen bekommen. Wir demonstrieren, weil wir gar nicht anders können. Aber indem wir das tun, indem wir uns Luft für unsere Herzen verschaffen, treten wir über uns hinaus und wir ändern die Atmosphäre im Land. Wir werden aus Objekten, die von dieser elitären Politik beherrscht und verachtet werden, zu Subjekten. Wir mischen uns ein in unsere eigenen Angelegenheiten. Und damit machen wir so vielen anderen, die nicht die Energie, die nicht den Mut oder die Kontakte haben, zu demonstrieren, Hoffnung. Wir zeigen, es geht anders. Die behauptete Alternativlosigkeit ist eine Lüge. Es geht anders, man kann anders denken und wenn man anders denken kann, kann man auch anders handeln. Und hier möchte ich noch einen großen Dank an meine Freunde in Dresden von Pegida richten, die in den Jahren 2016, 17, 18, 19, als es so wenige sichtbare Alternativen gab, ein Leuchtturm bürgerlichen Widerstands gegen die elitäre Anmaßung waren, in Zeiten, in denen es wirklich finster war in Deutschland und die vielen Leuten Mut gemacht haben. So, und jetzt gibt es seit 2020 diese großen Corona-Proteste und es ist auch wichtig, dass wir uns daran erinnern, weil das Corona-Regime eine Einübung in chinesische Verhältnisse war. In dieses System der Kontrolle der sozialen Punkte und der Bevormundung der Menschen. Und darum ist es wichtig, dass wir uns daran erinnern, mit welcher Kraft es dezentral im Land Proteste gab, wie sie entstanden sind, wie sie groß geworden sind und wie sie die von den Regierenden im Bundestag und den Parteien im Bundestag beabsichtigte allgemeine Impfpflicht verhindern konnten. Also, mit unseren Protesten verändern wir die Atmosphäre im Land. Wir geben den Menschen Hoffnung und damit tragen wir bei zu dem entscheidenden großen Umdenken, was die Voraussetzung dafür ist, dass der Abbau des Nationalstaates, dass die Zerstörung unserer Kultur und unserer Staaten nicht weiter fortgesetzt wird, sondern umgekehrt wird. Wir müssen ein großes Umdenken im Land bewirken. Wir wissen, was die Stunde geschlagen hat. Wir wissen, wie groß die Gefahren sind, aber noch allzu viele Leute im Land wissen es nicht. Und auch dafür, und vielleicht in erster Linie derzeit, dafür sind die Demonstrationen gut, um öffentlich Widerstand zu bekunden und öffentlich zu zeigen, dass es auch anders geht. Ohne dieses Umdenken wäre selbst die Erlangung politischer Macht kaum mehr wert als ein Putsch. Wir brauchen das Umdenken in Deutschland, wir brauchen das Umdenken in Europa, wenn wir diesen Angriff der Eliten auf unsere Freiheit, auf unsere Lebensweise zurückweisen wollen. Dafür demonstrieren wir und dafür werden wir weiter demonstrieren. Und wenn wir das tun, liebe Freunde, bin ich überzeugt, dass es nicht sinnlos ist. Das ist eine anstrengende Arbeit, eine langfristige Arbeit, aber ich kenne keine bessere Arbeit, als sich dafür einzusetzen, dass unsere Art zu leben, unser Land, das wir lieben, in dem wir groß geworden sind und vielfach glücklich gelebt haben, erhalten bleibt und dass auch die nachfolgenden Generationen in Frieden in diesem Land leben können, dass wir als Deutsche und Europäer in Deutschland und Europa weiter leben können. Welche wichtigere und bessere Aufgabe könnten wir uns stellen? Darum noch einmal bin ich euch so dankbar und bin ich so froh, dass hier in Forst mit dieser breiten Allianz dieses Bündnis auf die Straße geht, ein sichtbares Zeichen des Widerstands, aber auch der Hoffnung ist. Und in diesem Sinne wollen wir uns das Wort zu eigen machen, das ein großer Geist vor 100 Jahren am Ende des Ersten Weltkrieges uns ins Stammbuch geschrieben hat.
Verlieren wir nie die Hoffnung, lassen wir uns nicht einreden, dass unser Widerstand sinnlos sei. Hoffen ist Pflicht. Ich danke euch.